Auf zur 23. Runde Let's Play Mystic Quest Darth Vader hier. Weiter geht's, wir sind gerade in irgendeiner Höhle, wo wir hoffentlich bald irgendwie ein bisschen weiterkommen, um dann, bla 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 bla. Nein! 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 Nicht so! Bitte! Bitte! Nicht so! Nicht so! Nicht so! Alles nur nicht so sterben! Oh, das war jetzt... Igitt! Die schon wieder! Ausweichen! 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 Whee. Au! Jetzt hackt es bei den Viechern hier aber langsam. Ich gehe jetzt wieder endlich auf den Speer zurück. Der ist mir doch irgendwie ein klitzeklein wenig... Oh Mann. Also diese Viecher mögen mich hier echt überhaupt nicht. Ja. Einer von denen ist ja schon... Boah, das war knapp. Die absolute Hölle. Aber zwei von denen sind ja absolut krank. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Nein. Ein Weg, wo nichts ist. Super geil. Wo ist ein Weg hier? Oh. Ja. Die sind so ätzend, diese Gegner. Tut mir leid. So. Wie witzig. Okay, ich glaube, ich muss jetzt doch wohl auf der Axt bleiben. Gerade eben waren hier aber noch Gegner, ne? Ach nee, ich glaube, ich weiß, was hier jetzt gleich kommt. Au. Au. Es sind zwei. Ha, ich wusste es doch. Autsch. Jetzt war eine... Ja, ich wusste es doch. Wie konnte man den nochmal am besten klein hauen? Genau so war das. Der macht eigentlich gar nicht so viel, außer hier die ganze Zeit hin und her wandern. Die bleiben einfach hier stehen. Halten uns einfach ein bisschen hoch. Ach, ist da was? Das ist mir zu unactionreich. So, ich meine... Ist ja nicht so, dass der jetzt hier so die üblen Kombos reißt gerade. Oh. Na gut. Ja. Ja. So. Kling. Ja, also eigentlich... Ich glaube, ich hatte den auch ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Autsch. Na gut, das war jetzt selbst schuld, ne? So, na, hier rüber wieder. Autsch. Weg da. So, 0 Magiepunkte. Ist ja aber auch eigentlich vollkommen egal bei dem Boss hier. Ja. Bam, bam. Ja, also, er hält schon ein bisschen was aus, ne? Autsch. So, jetzt nehme ich doch wieder mein Superleben in die Hand. Ching, ching. Und da kann er wieder weiter rumflitzen und sich einen Keks freuen. Bam. Bam.
eigentlich ist es ja doch schon ein ziemlich langweiliger Kampf hier. Aber ich glaube, das habe ich schon mehr als einmal gerade gesagt. Hey, wuhu, Metallkrabbe bezwungen, hey, super. Ja, jetzt hier auch schon wieder weiter. Na, 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 na. Also, wenn ich mich richtig entsinne, ist das eigentlich eine Höhle, wo es gar keine großartigen Verstecke oder so gibt. Also im Prinzip ist es genau so. Ja, und hier ist eigentlich schon der Ausgang. Wenn mich nicht jetzt hier alles täuscht. Ja, sage ich doch. Das hier ist schon der Ausgang. Hier speichern wir einmal ab. Schwupp. So. Und dann können wir wunderschön weiterlaufen, ja. Bam. Na komm. Aua. Bleib mir. Au. Au. Hä? Hilfe. Gut, Dinge, Waffe. Nein, nicht Magie. Waffe. Waffen. Wir gehen wieder auf den Speer zurück. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. Gegen diese Viecher. Hä? Ah, ein Fisch greift mich an. Ja. Ich weiß auch gar nicht, also eigentlich hatten die ganzen Zonen hier auch alle einen bestimmten Namen. Das ist ewig her, dass ich eine Weltkarte von diesem Spiel in der Hand gehalten habe. Die wurde früher bei der Gameboy-Version immer mitgeliefert. Ja, damals hat man sich noch ganz, ganz viel Gedanken über die Spielelemente und so weiter gemacht, so dass man halt eben auch immer so ein paar kleine Extras dazu gegeben hat. Wie gesagt, wie zum Beispiel eine Weltkarte von diesem Spiel. Klar, die sind dann keine Dungeons da gewesen, aber man konnte sehen, wo gibt es die nächsten Waffen zu kaufen und wie viel Schaden machen die und so weiter. Das waren halt eben schon Sachen, die man auch aus anderen Spielen kannte, wie zum Beispiel einige Final Fantasy Teile. Der erste zum Beispiel hatte ja auch keine Ingame-Karte, sondern auch nur die mitgelieferte. Aber da waren auch Dungeon-Karten dabei. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich besitze Final Fantasy 1 als Original. Ja. Wahnsinn. Hat auch, also für jeden, der Meinung ist, sich dieses Spiel irgendwie nochmal aus Nostalgiegründen zulegen zu müssen, dem lasse eine Sache gesagt sein. Es ist teuer. Es ist sehr, sehr teuer. Also es übertrifft sogar die Preise von einer voll funktionsfähigen Final Fantasy 7 Version. Ohne Kratzer. Ja. Super Lebensenergie gefunden. Na, das passt doch. Oh nein, ein springendes Wesen. Hüp, hüp, hüp. Boing, boing. Boing. So. Wo sind wir, wenn wir hier lang gehen? Oh, das sieht doch mal sehr einladend aus hier. Ja, super. An der Stelle noch einmal abspeichern. So. Dass wir dann auch hier ohne Probleme weiterkommen. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, was noch auf uns zukommt. Also nicht genau. Also es gibt so ein paar Stellen in diesem Spiel, an die ich mich nicht mehr so ganz doll erinnern kann. Ah! Boah, die machen ja Mordsschaden, die Viecher. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. So, ja. Jetzt darf mich bloß nichts berühren, sonst bin ich im Eimer. Ja, ich glaube, ich werde jetzt gleich ein bisschen offscreen gehen und mir den Spaß erlauben, mal ein klein wenig zu leveln, damit das ganze Spiel jetzt in Folge auch noch ein bisschen einfacher läuft. An der Stelle gehe ich nochmal eben schnell trinken und einmal abspeichern und wir sehen uns dann später an dieser Stelle hier wieder, wenn ich das Spiel weiterspiele, auf Stufe 30 oder so. Bis später, euer Darth Vener. Tschüss.